Hallo, mein Name ist Steffi. Das Thema des heutigen Films lautet biologische Schädlingsbekämpfung. Am Anfang erkläre ich dir, was man unter einem Schädling versteht. Wir schauen uns gemeinsam verschiedene Schädlinge an. Und ich beantworte dir die Frage, warum die Schädlingsbekämpfung notwendig ist. Du lernst außerdem verschiedene Schädlingsbekämpfungsmethoden kennen. Natürlich erkläre ich dir auch ihre Vor- und Nachteile. Besonders die biologische Schädlingsbekämpfung möchte ich dir in diesem Film genauer vorstellen. Also, los geht's! Zunächst einmal, was versteht man unter einem Schädling? Wir verwenden diesen Ausdruck für Lebewesen, die den Menschen in irgendeiner Weise Schaden zufügen, zum Beispiel indem sie Nutzpflanzen fressen. Im Gegensatz dazu sind Nützlinge Lebewesen, die den Menschen nützlich sind. Einige Nützlinge, beispielsweise, fressen einen Großteil der Schädlinge. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.